Der griechische Mythos einer schlangenähnlichen Kreatur, Hydra genannt, hat eine der ruchlosesten Organisationen im Marvel-Universum inspiriert. Offensichtlich gibt es eine Menge Geschichten hinter dieser düsteren, neofaschistischen Gruppe, aber wenn ihr verwirrt seid, macht euch keine Sorgen. Hier kommt die Erklärung zur Geschichte von Marvels Hydra. Auch wenn viele glauben, dass Hydras Ursprünge im Zweiten Weltkrieg liegen, strecken sich ihre Tentakel jedoch noch viel weiter zurück. Im Marvel-Universum noch vor dem Beginn der Menschheit kam eine Gruppe unsterblicher Reptiloiden auf die Erde, um ihr Übel über das Land zu verbreiten. Millionen Jahre später korrumpierten eben diese Kreaturen eine östliche geheime Gesellschaft namens Brotherhood of the Spear, die die Reptiloiden als The Beast anbeteten. Die Bruderschaft breitete sich im Rest der Welt aus und integrierte sich in alle Bereiche der menschlichen Zivilisation. Mit der Zeit änderte diese Gesellschaft ihren Namen zu Hydra und stellte so die katharische Sekte des Christentums und die Thule-Gesellschaft bloß. Letztere entwickelte sich später in die Nazi-Partei. Die Hydra-Timeline am Ende von Secret Warriors 1 aus 2009 offenbarte, dass alle Erwähnungen der antiken Organisation nach der Renaissance in den Geschichtsbüchern fehlen, was erklären würde, wie sie sich so lange versteckt halten konnten. Hydra war nie wirklich ein Teil der Nazi-Partei im Marvel-Universum, aber wurde trotzdem zu einer Neonazi-Organisation. Wolfgang von Strucker war ein enger Vertrauter von Adolf Hitler, der den Kampf gegen die Alliierten und ihre Truppen verlor, die auch Captain America und die Invaders mit einschloss. Hitler hatte keine Lust mehr auf Struckers ständiges Verlieren und verurteilte ihn zum Tod. Strucker entkam mit der Hilfe von Hitlers zweitem Befehlshaber Johann Schmidt, aka Red Skull, nach Japan. Schmidt sah voraus, dass die Nazis den Zweiten Weltkrieg verlieren würden. Während er in Japan war, entdeckte Strucker eine Geheimorganisation, die von Red Skull gegründet, aber nicht länger angeführt wurde. Sie bestand aus Flüchtlingen aus Nazi-Deutschland und dem imperialen Japan. Nachdem er den Anführer der Organisation getötet hatte, gab Strucker der Gruppe den neuen Namen Hydra, strukturierte sie mit Blick auf die Übernahme der Weltherrschaft neu und setzte sie als terroristische Neonazi-Organisation fest. In den Comics fand Strucker einen Weg, um die internationale friedensstiftende Organisation SHIELD kurz nach ihrer Gründung zu infiltrieren. Thomas Davidson, ein früherer Programmierer von SHIELD, lief zu Hydra über und erschuf ein ganzes System für Strucker, das ihm unbegrenzten Zugang zu SHIELD gab. Strucker tötete Davidson daraufhin, damit niemand anderes die Kontrolle über dieses System haben würde. Zumindest dachte er das. Wie Nick Fury später Strucker verriet, war der Davidson, den er getötet hatte, nur ein lebensechter Köder. Der echte Davidson lebte weiter und drehte die Spieße gegen Hydra um, ohne dass sie es wussten. Oder wie Nick Fury zu Strucker sagte: "Wir haben euch beobachtet, wie ihr uns beobachtet." Hydras Geheimnis blieb der Welt bis ungefähr einen Monat vor den Geschehnissen von Secret Warriors 1 verborgen. Nick Fury, der seine Anführerposition bei SHIELD verloren hat, brach in das SHIELD Data Core Facility Carousel in Chicago ein. Fury hatte Zugang zu allem, was er über die Organisation wissen muss, und hat Carousel hinterher in die Luft gejagt, um seine Spuren zu verwischen. Aber nicht, bevor er persönliche Kopien von allem gemacht hat. Niemand außerhalb von Hydra wusste bis zum Ende von Secret Warriors 1, was er wusste. Doch dann erzählte Fury seiner Mitagentin Daisy Johnson, aka Quake, dass Hydra sich für Jahrzehnte in SHIELD versteckt hatte. SHIELD's been compromised, you said so yourself. Hydra grew right under your nose and nobody noticed. Nach den Geschehnissen der Secret Invasion Storyline gründete Nick Fury die Secret Warriors als Team von relativ unbekannten Superhelden, um gegen die Skrull-Invasion anzukämpfen. Nachdem das Team entdeckt hat, dass Hydra sich in SHIELD versteckt, fanden sie allerdings ein neues Ziel: Hydra bekämpfen und gleichzeitig auch SHIELD. Im Gegenteil, Strucker hat das High Council of Hydra einberufen, nachdem er erfahren hat, dass Fury die Wahrheit über SHIELD herausgefunden hat. Das Konzil besteht aus Viper, Kraken, Madame Hydra, Hive und einem gerade wiederauferstandenen Gorgon. Es folgten viele Kämpfe zwischen den Secret Warriors und Hydra, bis zu Secret Warriors 25, als Kraken Fury und Strucker entführt. Das folgende Problem offenbarte, dass Kraken Furys Bruder Jake war, der als Doppelagent arbeitete, und dass Fury es schaffte, dass Strucker denkt, er würde SHIELD kontrollieren, obwohl er die ganze Zeit eigentlich für Fury gearbeitet hat. Nachdem Fury Strucker in Secret Warriors 27 getötet hat, taten sich Gorgon und Viper mit Norman Osborn und seiner Hammer-Organisation in New Avengers 16.1 und 17 zusammen, aber sie wurden alle besiegt. Viper nutzte dann die verbleibenden Hammer-Truppen dazu, Hydra in Avengers 24 wieder aufzubauen, aber auch das scheiterte.
Strucker war eine dominante Macht im Marvel-Universum, beginnend mit seinem ersten Auftauchen in Sergeant Fury and His Howling Commandos 5 in 1967. Aber der Supreme Hydra findet seinen Tod in Strange Tales 158 von 1967. In diesem Comic konfrontiert Fury Strucker in seiner persönlichen Operationsbasis Hydra Island. Während einem dieser Treffen nutzte Fury Hydras Epiderm Mask Machine, um Struckers Gesicht in das von Fury zu verwandeln. Der echte Fury machte zwei verschiedene Strucker-Masken. Als Hydra-Wächter zwei Struckers beim Kampf sahen, demaskierten sie einen von beiden und enthüllten Fury, der in Wirklichkeit eigentlich Strucker mit einer Fury-Maske ist. Trotzdem bekommt Strucker Panik und springt willkürlich in einem Alpha-Particle-Reactor-Cube, in dem er verbrennt. Währenddessen entkommt der verkleidete Fury von Hydra Island und lässt Struckers Biowaffe Deathspore im Inneren der kuppelartigen Insel detonieren. Laut den Data Core and Fury Files in Secret Warriors 1 zeichnete sich Struckers Einfluss immer noch stark ab, während sein vermutlicher Tod Hydra in drei verschiedene Fraktionen teilte. Das leitende Hydra-Konzil THEM, die terroristische Organisation AIM und der Hydra-Ableger Secret Empire. Nachdem Strucker in Nick Fury Agent of S.H.I.E.L.D. Nummer 21 wieder auferstanden war, begann er, die Anführer vieler Splittergruppen zu töten, um diese unter einem neuen Hydra-Regime wieder zu vereinen. Unglücklicherweise schaffte Strucker es nicht, einen Bürgerkrieg vom Ausbrechen abzuhalten, der ihn gegen die vereinten, alliierten Truppen seiner Frau Elspeth und ihrem Liebhaber Gorgon ausspielte. Während Baron Helmut Zemo Strucker für seine eigenen ruchlosen Zwecke in eine Art Stillstand versetzte, schmiedeten Gorgon und Elspeth einen Plan, um die Kontrolle über Hydra zu erlangen. In Wolverine Nummer 22 erschufen sie einen Klon von Strucker für ein rituelles Opfer, das drei Folgen später stattfand. Zum Glück tötete Wolverine, der vorher einer Gehirnwäsche unterzogen worden war, die beiden und hinderte sie so daran, ihre bösen Pläne auszuführen. Wir spulen bis 2006 vor, als der echte Strucker in New Thunderbolts Nummer 17 aus seinem Stillstand erwacht ist und sich mit Zemo zusammentut, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Sehr zum Entsetzen seines Sohnes Andreas von Strucker, aka Swordsman. Folgen 519 bis 524 von The Amazing Spider-Man decken auf, dass der Arzneimittelhersteller Edgar Lascomb Gorgon als den neuen Supreme Hydra ersetzt hat, während Strucker noch im Stillstand war. Lascomb glaubte, dass Hydra unter seinem aktuellen Anführer schwach geworden wäre und wieder zu einem weiteren kriminellen Syndikat geworden wäre, das sich auf Drogenhandel und Geldwäsche konzentriert. Daher ließ er die Anführer töten und übernahm die Kontrolle der Organisation. Lascomb machte sich eine Gruppe genetisch veränderter Hydra-Agenten zunutze, die Hydra vorgenannt werden. Ihre Kräfte und Fähigkeiten basierten alle auf Captain America, Thor, Iron Man und Hawkeye, um die New Avengers abzulenken, während Hydra Bakterien und Waffen nach New York schmuggelte. Das war Teil eines größeren Planes, um einen Biowaffenangriff auf das Ogallala Aquifer zu starten und Amerika damit in die Knie zu zwingen. Zum Glück fand Spider-Man diesen Plan heraus und stoppte Lascomb mit Hilfe der New Avengers. Aber nicht bevor er und die Hydra IV aus ihrer nun untergegangenen geheimen Basis entkommen sind. Bis zu diesem Video sind weder Lascomb noch die Hydra IV in einem weiteren Marvel-Comic aufgetaucht. Mitten in Marvels Avengers Standoff Comic Event von 2016 entschied sich das empfindungsfähige Kind des Cosmic Cube, bekannt als Kobik, dazu, nach Red Skull zu suchen. In Captain America Steve Rogers Nummer 2 manipulierte Red Skull Kobik dazu, eine alternative Timeline zu erschaffen, in der Steve Rogers ein Hydra-Agent war und ersetzte den echten Steve mit einer faschistischen Iteration. Nachdem Red Skull seinen größten Feind in ein nutzbares Gut verwandelt hat, gründete er eine neue Hydra von Grund auf. Mit Hilfe von mehreren Neonazis und weißen rassistischen Gruppierungen brachte Red Skull Hydra zu ihren Nazi-Ursprüngen zurück. Diese Neo-Hydra rekrutierte politische Extremisten, nutzte Guerilla-Taktiken und führte terroristische Angriffe gegen Bürger in Amerika und Westeuropa aus. Neo-Hydra erinnert stark an die echte alternative Rechtsbewegung, die zu der Zeit viel in den Nachrichten war, als der Comic veröffentlicht wurde. Unglücklicherweise für Red Skull endete seine Herrschaft als Hydras Anführer in Captain America Steve Rogers Nummer 15. Während des kontroversen Secret Empire-Ereignisses wurde Captain America, Hydra Supreme, verbannte viele Helden und übernahm die Vereinigten Staaten. Viele Amerikaner gewöhnten sich an dieses faschistische Regime, hauptsächlich weil Hydra bewusstseinsverändernde Substanzen in die Trinkwasservorräte mischte, um den Gehorsam zu verstärken.
Dieses neue Regime hat außerdem alle Mutanten in eine unabhängige Region namens New Tian umziehen lassen und hat alle Inhumanen in Gefangenenlager deportieren lassen. Eine Widerstandsgruppe aus Superhelden, genannt die Underground, schmiedete einen Plan, um den echten Captain America zurückzuholen und Hydra Supreme zu stoppen. Im finalen Heft von Secret Empire gab Sam Wilson, aka der neue Captain America, sein Fragment des Cosmic Cube an Hydra Supreme ab. Was Hydra Supreme nicht wusste, war, dass Ant-Man Bucky Barnes geschrumpft hatte, sodass er in den Cube reisen und Kobik und den echten Captain America dort rausholen konnte. Captain America und Hydra Supreme kämpften daraufhin miteinander und letzterer versuchte, Thors Hammer aufzuheben, scheiterte aber. Das veranlasste Captain America dazu, Hydra Supremes Rüstung mit dem Hammer zu zerschlagen und ihn für immer und ewig zu besiegen. Auch wenn die Narben dieser Ereignisse niemals heilten, kehrten die USA in den folgenden Wochen zur Normalität zurück. Die Offenbarung des Winter Soldier, das Hydra Shield infiltriert hatte, hatte auch den großen Einfluss auf die ABC-Serie Agents of Shield. Captain America, The First Avenger, stellte Hydra als den Wissenschaftsbereich der Nazis vor, aber Agents of Shield Staffel 3 deckte auf, dass Hydra als fanatischer Kult begann, der den antiken Inhumanen, der als Hive bekannt ist, verehrte. Ein Mitglied des Kults, Wilfred Malik, blieb der Hydra aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges verbunden und in der Episode »Denn sie weiß, was sie tut« gibt er ihnen eine Schlüsselzutat für das Supersoldatenserum, das Johann Schmidt später nutzte, um zu Red Skull zu werden. Staffel 5 zeigt die USA Air Force General Hale als die letzte bekannte hochrangige Anführerin von Hydra im MCU. Hale versucht, einen Deal mit einer intergalaktischen Allianz, die Konföderation genannt, auszuhandeln, um sie vor Thanos zu beschützen, aber sie stellen sich letztendlich auf die Seite vom Gravitonium infundierten Glenn Talbot, der Hale später tötet. Hydra ist seitdem nicht mehr im MCU aufgetaucht, mit einer Ausnahme in Avengers Endgame, als die Avengers in der Zeit zurückreisen. MCU-Fans sahen Arnim Sola zuletzt als ein komplexes Computersystem in Captain America – The Winter Soldier, aber er spielt in den Comics eigentlich eine weitaus größere Rolle. Dr. Arnim Sola, der das erste Mal in Captain America Nummer 208 auftauchte, war ein Schweizer Wissenschaftler, der während des Zweiten Weltkrieges für die Nazis gearbeitet hat. Er wurde zum leitenden Wissenschaftler am Projekt Nietzsche, bei dem er Supersoldaten erschuf, die dem Auftrag der Nazis, die Weltherrschaft zu übernehmen, helfen sollten. An einem Punkt erschuf Sola einen Roboterkörper für sich, um seinen schwachen menschlichen Körper zu ersetzen und bis in die modernen Zeiten zu überleben. Diese Roboterfigur ermöglicht zweibeinige Bewegungen und projizierte ein Bild von Solas Gesicht auf den Bildschirm auf seiner Brust. Wenn einer dieser Roboter zerstört wurde, konnte Sola sich einfach in einen anderen hineintransferieren. Kurz gesagt, Sola ist einer von Captain Americas Gegnern, die sehr lange durchhalten. Baron Helmut Zemo ist einer der bemerkenswertesten Bösewichte im Marvel-Universum. Helmut ist der Sohn des Nazi-Wissenschaftlers Heinrich Zemo, der das Flugzeug startete, das Captain America für Jahrzehnte im Eis einfror. Nachdem Heinrich in einem Erdrutsch während eines Kampfes mit Sentinel of Liberty starb, wollte Helmut den Tod seines Vaters rächen und wurde zu dem Superbösewicht, der als der Phoenix bekannt ist. In Captain America Nummer 168 nahm Zemo Cap gefangen und hielt ihn über einer Wanne mit Adhesive X. Unglücklicherweise für Helmut ging sein Plan nach hinten los und er fiel stattdessen selbst in die Wanne. Obwohl er für tot gehalten wurde, kam Helmut dennoch in Captain America Nummer 275 aus dem Jahr 1982 zurück. Helmut ist seitdem immer wieder als Baron Zemo in den Marvel Comics aufgetaucht und war sogar an einem bestimmten Punkt der Anführer von Hydra. Schauspieler Daniel Brühl spielte Zemo in Captain America Civil War und gewann seine Rolle für die Disney Plus Miniserie The Falcon and the Winter Soldier wieder. Hydras Gefolgsmänner tragen grüne Anzüge, durch die man sie nicht voneinander unterscheiden kann. Aber einer von ihnen hat sich über die anderen erhoben und sein Name ist Bob. Bob tauchte das erste Mal in Cable and Deadpool Nummer 38 von 2007 auf und trat Hydra nur bei, weil seine Frau ihn nervte, dass er sich einen festen Job suchen soll. In dieser Folge infiltrierte Deadpool eine Hydra-Basis in Pakistan, um gemeinsam mit Weasel ihren Freund Agent X zu retten. Er zwang Bob dazu, ihnen zu helfen und befahl Bob, einen Jet zu stehlen, um sie rauszufliegen. Seit seiner Einführung tauchte Bob regelmäßig als Deadpools Sidekick auf. Auch wenn er ein extremer Angsthase ist, hat er Deadpool bei mehreren Gelegenheiten schon gerettet. Rob Hayter hatte einen Cameo-Auftritt als Bob im Deadpool-Film. Er tauchte als einer von Ajax Schergen auf und wurde während des Höhepunktes des Films von Deadpool verschont. Bob? Wait. Oh my God, I haven't seen you since Jacksonville. TGI Fridays. Schaut euch eines unserer neuesten Videos direkt hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über Comics, Filme und Fernsehserien von Marvel.
Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.